Jugendlichen da draußen, willkommen zu Cash & News. Heute das Thema Schulden. Stimmt es, dass Jugendliche immer mehr Schulden haben? Ja, ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass sich Jugendliche immer mehr verschulden. Und dazu haben wir ein paar Passanten in München gefragt. Wenn sie nicht genug Taschengeld bekommen, dann müssen sie Schulden machen. Und da finde ich auch für die Eltern ist es eher schlecht, wenn sie ihnen zu wenig Taschengeld dann geben. Schulden für Schüler, die noch zur Schule gehen. Von Jugendlichen halte ich viel, weil die Jugend ist unsere Zukunft. Die Schulden sind schlecht für die Jugendlichen. Ja, sie müssen besser eigentlich versuchen, ihr Geld einzuteilen oder sie müssen sich besser erkundigen. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass sie zu schlecht aufgeklärt sind. Das müssen die dann wieder irgendwie ausgleichen. Natürlich verdienen die nicht so viel. Und da verbauen die sich halt ziemlich viel. Schulden sind scheiße. Ja, das ist ein großes Problem, weil man kommt eigentlich von den Schulden nicht mehr runter, wenn man einmal in der Schuldenfalle steckt. Und ich denke, also man sollte schon früh was dagegen tun. Und also als Jugendliche auf gar keinen Fall Kredite annehmen. Das ist mein Tipp. So toll ist es jetzt nicht, weil das kann das Leben, wenn sie erwachsen sind, wenn sie vielleicht arbeiten müssen und so, das kann es sehr beeinträchtigen. Also die werden leichter spielsüchtig und das schadet auch der Familie und so weiter, wenn der dann das ganze Geld verprasselt. Wie sind die Jugendlichen zu diesen Schulden gekommen? Es muss ja Leute geben, die diesen Jugendlichen was verkaufen oder ihnen Kredit geben oder sagen, ja, nimm einfach was und zahl's vom Geld deiner Eltern oder irgendwie. Ich find's nicht gut, wenn man schon so früh Schulden hat. Wenn Sie welche haben, gibt es eine Schuldenberatungsstelle, glaube ich. Also ich hatte jetzt nicht das Problem. Aber zu den Eltern gehen, auch mal offen sein. Ich habe Mist gebaut. Wie komme ich da raus? Die Eltern wissen auch vieles. So schnell wie möglich abzahlen und aufhören zu spielen. Arbeiten. Weniger zocken, halt Casino und so, weißt du, was ich meine? Sparen. Sie sollen halt mal schauen, ob sie nicht was verkaufen können von ihren Sachen. Und ja, sie sollen vielleicht auch mit den Eltern darüber reden. Erst gar nicht darauf eingehen, Schulden irgendwie zu bekommen. Arbeiten. Sparen. Nicht unnötig Geld ausgeben, ganz wichtig Arbeit suchen und auch ganz wichtig Schulabschluss. Hallo, ich heiße Christina Huber, arbeite hier in der Jugendschuldnerberatung von der Arbeiterwohlfahrt und Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Jugendschuldnerberatungsstelle gibt es seit 3 Jahren und wir beraten hier unter 26-Jährige, also Jugendliche und junge Erwachsene. Viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die überschätzen sich, die möchten sozusagen mehr, als sie eigentlich sich leisten können. Gerade wenn man 18 geworden ist und dann vielleicht in Ausbildung ist, dann hat man sein erstes Azubi-Gehalt und dann denken die, das ist wahnsinnig viel und kaufen sich viel und können eigentlich das gar nicht begleichen. Okay, was halten Sie von Jugendlichen mit Schulden? Also Jugendlichen mit Schulden sollte man helfen. Also da kommt immer ein bisschen auch drauf an, aus welchem Hintergrund die kommen. Wenn ich dann so nachfrage bei meinen Klienten, da haben oft selbst die Eltern auch Schulden und die haben das dann nicht anders gelernt. Also die Frage ist ein bisschen schwierig, was halte ich von Jugendlichen? Also mal, ich helfe denen und versuche die zu unterstützen. Okay. Was meinen Sie, was am besten wäre, die Jugendlichen halt, oder wie die Jugendlichen am besten aus den Schulden rauskommen, also erstmal aus eigener Hand irgendwie. Also wenn die Jugendlichen selber versuchen wollen, dann würde ich empfehlen, den Haushaltsplan mal zu erstellen, also die Einnahmen und was sie für Ausgaben haben, zu überlegen, ob sie wirklich alle Ausgaben, ob die nötig sind, dass sozusagen sie keine neuen Schulden machen. Und bei den Schulden, die sie eben schon haben, könnten sie zum Beispiel versuchen, mit den Gläubigern, also denen, denen sie das Geld schulden, in Verbindung sich zu setzen, zum Beispiel auf Ratenzahlung, dass sie sozusagen, wenn sie 100 Euro Schulden haben, vielleicht 5x20 Euro Rate ausmachen. Ansonsten würde ich denen empfehlen, wenn sie es erstmal selber versuchen möchten, die ganzen Schuldenunterlagen zu sortieren. Weil viele oder junge Erwachsene haben so 10 Gläubiger, da hat man also relativ schnell die Übersicht verloren. Also einen Ordner anlegen, nach Gläubiger sortieren und einfach erstmal, bevor man was kauft, sich überlegen, ob das wirklich wichtig ist und ob man sich das auch leisten kann.
Okay, und wie helfen Schuldnerberatungen den Jugendlichen, die Schulden haben? Also wir versuchen natürlich erstmal einen Haushaltsplan aufzustellen, zu gucken, wie ist die wirtschaftliche Situation, kann man vielleicht bei Auszubildenden Kindergeld beantragen oder kann man BAB beantragen, ist das alles, passt das alles, oder bei Jugendlichen, die arbeitslos sind, ob das alles mit den Bescheiden passt, ob die wirklich genug Geld von der AG auch bekommen. Und dann geht man an die Schuldensituation und zu gucken, wo sind die Schulden, wie viel Schulden, und dann versuche ich mit dem Jugendlichen zusammen, mit den Gläubigern, dass wir uns mit denen in Verbindung setzen. Und gibt es auch noch andere Lösungen außer Schuldnerberatungen? Also natürlich, wenn das jetzt keine hohe Verschuldung ist, könnte man natürlich auch versuchen, im privaten Umfeld vielleicht eine kleine Summe zu bekommen. Also wenn man 200, 300 Euro Schulden hat, könnte man vielleicht die Oma mal fragen oder die Eltern, ob die das leihen, und dann einfach Ratenzahlungen ausmachen und wirklich versuchen, keine neuen Schulden zu machen. Aber wenn man mal ein bisschen verschuldet ist mit 5.000 bis 10.000 Euro, was so meine Jugendlichen im Durchschnitt haben, dann wäre es schon möglichst schnell zu einer Schulde gekommen.